Mit einer Bahnsteigsanzahl von 4 Gleisen ist der Leverkusener Bahnhof in Leverkusen Mitte ein Bahnhof der mittleren Größe. Hier halten hauptsächlich S-Bahn- und Regionalexpresszüge, Fernverkehrszüge fahren hauptsächlich durch. Angefahren wird der Bahnhof Leverkusen Mitte von 3 Linien, die Linie RE1, RE5 und S6. In diesem Video stelle ich euch den Leverkusener Bahnhof hier in Leverkusen Mitte etwas genauer vor mit dem Zugverkehr und der Lage des Bahnhofs. Viel Spaß! Es gibt in Leverkusen Mitte ein einfaches Prinzip, um zu verstehen, auf welchen Gleis man einsteigt, um wohin zu kommen. Die Schnellzüge Richtung Düsseldorf, also die Regionalexpresszüge Richtung Düsseldorf, halten auf dem Gleis 5. Regionalexpresszüge zur Fahrt nach Köln halten auf dem Gleis 2. Züge der Linie S6 und der S-Bahn halten auf dem Gleis 1. Und Züge, die von schneller fahrenden Zügen überholt werden, halten auf dem Gleis 3. Den Bahnsteig 4 gibt es in Leverkusen Mitte nicht. Es gibt einmal einen Hintereingang und einen Vorderausgang, wo auch noch Anschluss zum Busverkehr besteht. Dort verkehrt die Firma Wupzi, mit der man in alle Stadtteile in Leverkusen hinkommt. Es gibt auch noch eine Unterführung am Ende des Bahnhofs. Mit Regionalverkehrszügen ist man in Düsseldorf schon in 16 Minuten circa und ungefähr die gleiche Fahrzeit benötigt man auch Richtung Köln. Die Fernverkehrszüge fahren meistens in Leverkusen Mitte durch. Es handelt sich um Züge, Fernverkehrszüge zwischen Dortmund und München sowie Amsterdam und Köln, den Thales zwischen Dortmund und Paris sowie Fernzügen zwischen Hamburg und Stuttgart und Einzelzüge nach Basel und zu vielen weiteren Zügen wie zum Beispiel Berlin und zum Flixtrain nach Berlin und Hamburg sowie zum Flixtrain nach Aachen, die aber alle nur durchfahren. Der Zug um 21.24 Uhr nach Köln Hauptbahnhof hält allerdings in Leverkusen Mitte. Es handelt sich um einen Zug der ICE-3-Flotte. Im Regionalverkehr fangen wir an mit dem RE1. Der RE1 fährt von Hamm aus über Dortmund, Bochum, Essen, Mülheim, Duisburg, Düsseldorf und die andere Richtung nach Köln, Düren und Stolberg nach zum Endbahnhof Aachen. Der Zug wird Aachen nach ungefähr einer Stunde Fahrzeit erreichen und Hamm nach ungefähr einer Stunde 40 Minuten Fahrzeit. Dortmund wird nach ungefähr einer Stunde Fahrzeit erreicht und Köln und Düsseldorf nach ungefähr 15 Minuten jeweils. Jetzt wird aufgrund des Mischbetriebs zum einen die Züge von Abellio, des Typs die Zero HC, der Baureihe 462 und Doppelstockzüge der Deutschen Bahn mit 6. In Richtung Aachen wird meistens zur Minute 57 gefahren und in Richtung Hamm kommt man kurz nach Punkt. Einzelne Verstärkerzüge gibt es noch in Richtung Düsseldorf gegen 6:45 und dann gibt es in Richtung Köln von Montag bis Donnerstag ein um 18.15 Uhr sowie an Freitagen so gegen um 15.45 Uhr. Nach Köln wird von Gleis 3 gefahren und von Gleis 2 gefahren und nach Düsseldorf von Gleis 5. Hier sehen wir gerade einen Doppelstockzug, der bis Dezember noch auf der RE1 unterwegs sein wird, im Auftrag von Abellio. Die RE5 ist bereits komplett auf Rhein-Ruhr-Expresszüge umgestellt und ist zwischen Wesel und Koblenz unterwegs. Von Wesel fährt der Zug über Dienstaken, Oberhausen, Duisburg, Düsseldorf und in die andere Richtung nach Köln, Bonn, Rehemagen und Andernach bis zum Endbahnhof Koblenz. Dort fährt der Betreiber Nation Express mit Zügen des Typs Desio HC, auch der Baureihe 462. Wesel ist nach bisschen über einer Stunde erreicht. Bonn ist nach ungefähr 50 Minuten erreicht.
Und Koblenz ist nach ungefähr einer Stunde und 30 Minuten erreicht. Die Züge fahren nicht in der Nacht durch. Der letzte Zug Richtung Düsseldorf und Duisburg fährt in Leverkusen Mitte um 22.45 Uhr ab. In die Gegenrichtung fährt der letzte Zug gegen schon 22.15 Uhr ab. Hier sehen wir gerade einen Zug der Linie RE5 Richtung Düsseldorf und Duisburg einfahren. Nochmal zum Fahrzonen. Aufgrund von Bauarbeiten gibt es bis die Zimmereinschränkung im Betrieb der Linien RE1 und RE5. Mehr dazu gibt es auf den Videos der Bahninfos. Zum Start der Sommerferien bereits ist das Video auf meinem Kanal der 146er. Die S-Bahn-Linie 6 der S-Bahn Rhein-Ruhr ist zwischen Essen und Köln unterwegs. Von Essen fährt der Zug über Ratingen, Düsseldorf, Düsseldorf-Benrath und in die andere Richtung nach Köln-Mülheim. Köln-Hauptbahnhof Köln-Nippes. Im Berufsverkehr geht es weiter über Köln-Korweiler nach Köln-Worringen. Die Fahrten werden mit Zügen der Baureihe 422 von der S-Bahn Rhein-Ruhr durchgeführt. Manchmal werden auch Fahrzeuge der Baureihe 423 eingesetzt. An Samstagen endet jeder dritte Zug in Düsseldorf, wo dann auch ein 20-Minuten-Takt herrscht. An Sonntagen herrscht ein 30-Minuten-Takt. Der Zug braucht ungefähr doppelt so lang als die Züge der Regional-Express-Fahrten, weil dieser Zug an alle Zwischenstationen hält. Das war die Dokumentation über den Bahnhof Leverkusen-Mitte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen.